Hallo miteinander, mein Name ist Lukas Mattes und ich arbeite beim Blum als Anlagensteuerungstechniker. Mein Name ist Marcel Goritschnik und ich bin Steuerungstechniker bei Blum. Hallo, mein Name ist Martin Gwinder und ich bin Anlagensteuerungstechniker bei Blum. Also unser Job ist, die Anlage in Betrieb zu nehmen, instand heben, optimieren. Ich bin dazu da, unsere Produktionsanlagen optimieren und instand zu setzen. Wir betreuen die ganzen Logistikanlagen, angefangen von Förderanlagen, LKWs bis hin zu Hochregallagern. Sowohl Instandhaltung, aber auch Reparaturen. Fangt an, kompletter Montagepark, Laser, Robotik und auch die ganzen Servoachsen. Also komplett alles, was irgendwie elektrisch antrieben wird. Es ist so, dass jeder Tag ist anders. Also wenn ich anstempel in der Firma, weiß ich nie, was der Tag bringt. Alles, was sich bewegt, kann auch kaputt gehen. Ja, wenn es mal nicht läuft, dann suchen wir die Probleme. Schauen, dass wir sie so schnell wie möglich lösen. In Zusammenarbeit mit dem Mechaniker oder unterschiedlichsten Abteilungen. Dann bin ich halb schon später, bin ich vor allem im Hochregallager und habe in 25 Meter Höhe einen kaputten Motor, was ich duschen muss. Manche Fehler sind dann so knifflig, dass es schon mal dazu kommen kann, dass eine Anlage zwei oder drei Tage sogar steht. Und dann braucht es viel Hirnschmalz und viel Teamarbeit, dass man da auf den Fehler drauf kommt. Also ich zum Beispiel als Elektriker habe nicht nur ein Messgerät in der Hand, sondern auch mal einen Schraubenzieher oder mal einen Hammer. Die Herausforderung ist, dass die Technik doch recht extrem sich schnell geändert hat in letzter Zeit und immer schnelllebiger wird. Und ja, deswegen muss man immer am Ball bleiben, dass das ja funktioniert. Ja. Das Vertrauen mit den anderen Mitarbeitern ist schon sehr wichtig, weil du bist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Letzte, der angerufen wird, wenn wirklich niemand mehr weiter weiß. Die Eigenverantwortung ist sehr hoch, nicht nur für mich selber, sondern auch für die Mitarbeiter, die mit einem bei der Anlage dran sind. Mit einer Ausbildung fängt es an. Wir haben Fahrzeugbauer, wir haben Schlosser, wir haben Steuerungstechniker, aber auch ganz normale Elektriker. Du solltest schon mal programmiert haben, definitiv. Klar, es gibt Werke, die sind größer, es gibt Werke, die sind kleiner. Abteilungen sind auch unterschiedlich groß. Aber man merkt es trotzdem noch, also weil auch in einem Team zum Teil zu viert und zu fünf zusammen arbeitet. Und es ja, ist dann trotzdem noch relativ familiär, sage ich jetzt mal. Mir gefällt bei Blum besonders, dass du flexibel arbeiten kannst, dass du selbstständig arbeiten kannst. Man merkt, dass die Firma in schwieriger Zeit hinter einem steht. Und was man ganz klar merkt, das Familienunternehmen. Dass jeder per Du ist, man ist einfach miteinander in der Firma.